geht weiter. Der letzte Block mit dem absoluten Knaller, Michael Ehrlich gegen Jamil Can. Also ich meine, hier bin ich natürlich leider befangen, denn Michael Ehrlich ist mein Trainingspartner gewesen, mein Freund. Jamil Can, trotzdem ein klasse Gewehr. Was sagst du? Also ich freue mich richtig darauf, weil ich denke, hier wird eine richtige Schlacht geben. Osterbahn-Chip und Jamil Can, der kennt mit dem Sinn die Anzahl, ich weiß nicht, ob ich an die Schlacht gehen, dass wir so mit Mauer-Koller trainiert, die beim letzten Rennen, das war eine Wahnsinnsschlacht. Also die Osterbahn-Chip sind dafür bekannt, nach vorne zu sich mit der Lernung, ist neben seinen Grappling-Fähigkeiten, die wir bekannt haben, auszuschlagen. Das kann ich bestätigen, ich habe den Training auch mal abgekriegt, der hat einen Hammer. Aber ich denke, hier ist auch wieder dieses gegebene bisschen wie bei Crawford. Der ist oben sehr gut und unten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Also, Erdic hat alles, um den Kampf zu gewinnen. Jamil Can allerdings auch. Der ist hart, der ist gut. Und ich kann euch nur sagen, wenn Michael Erdic gleich meint, er läuft, wenn ihr ein Feuerwehr gelangt. Und es wird eine schlechte Schlacht geben, weil Michael kennt nur einen Weg nach vorne. Und Michael hat wie immer hier, er kommt aus Essen, eine Fan-Gemeinschaft mitgebracht, das wird gleich laut. Richtig laut. Schön draußen, arbeitet von dem Winter aus.
Treffer auf die Deckung, aber man hat gesehen, da ist was hinter. Abgeklärt, der Kampf. Beide riskieren nicht zu viel. Da immer wieder überfallartige Anrufe von Damel Can. Explosiv. Der Schwinger abfängt, ist natürlich hart, aber spontan. Nicht das richtige Konzept gegen Boxer Michael. Ich wollte gerade sagen, Michael hat, wer weiß wie viel Box gekriegt, weiß ich. Aber seine Deckung ist schon sehr geschlossen. Sein Auge ist sehr gut. Michael Hensch ist angeklingelt, harten Treffer, das ist, was ich sagte, wenn so ein Treffer mal durchkommt, ja, er den direkt auf Leglock, dann ist er für unser bekannt, versucht direkt zu finishen und wie? Man sieht, ob er direkt aufzunehmen. Michael schön mit der linken. Geht jetzt zum Shoot hier. Hat scheinbar die Nase voll. Gut abgekontert jetzt im Clinch. Schön explosiver Shoot. Ja, das ist typisch für Elchard. Es gibt jemanden, der nicht mehr atmet, sondern der auf der Karte aktiv ist und auch wirklich schlägt. Und, ja, wenige, die aus der Garde gut arbeiten können, aber für ihn ist die Garde kein Problem. Richtig, auch er wird jetzt weiter arbeiten. Versucht auch die Garde gerade zu öffnen. Jawohl, dann steht wieder auf und kommt dann direkt mit einem Schlag antworten. Also, das ist wirklich super. Jetzt hier explosiv wieder von Damel Can. Fängt sich aber zwischendurch immer mal ein Treffer von ihm. Wow, schade. Damel Can ist sehr, sehr ungestüm. Sollte aufpassen. Auch locken, aber es dürfte auf Dauer schief gehen. Ich glaube auch, nach hinten raus hat damit der schon näheren Atem, aber mal sehen. Also er sieht trotzdem unglaublich fit. Ist er auch, siehst du ja auch. Er atmet aber sehr ruhig, wirkt sehr gut. Er neigt wohl dazu, mit der Brechstange arbeiten zu wollen. So langsam rein. Ja, er braucht so ein bisschen eine Zeit. Wilden Gegner schwer, den Einstieg zu finden. Ja, weil er halt, wie gesagt, sehr aggressiv ist. Weil er hammermäßige Hände hat, die Michael eben auch gespürt hat. Und mir gefällt ein bisschen vorsichtig sein, wie er reingeht. Ja, aber toll hier auf dem Erdensch lässt sich hier nicht wirklich schnell in Antwort mit Haken. Wieder ungestüm, aber wie wir gesehen haben, wenn die alle kommen, aber schöner Cross von Erdinsch, ja, also toll ausgekommen, wie ein Müller. Alte Bockschule. Ah, okay. Ja, die bleiben sehr ruhig, arbeiten auch schön, aber wieder aus der Mitte heraus. Ja, wirklich klasse Leistung hier, auch mal die Style. Man sieht, er hat das Boxen wirklich toll ins MMA adaptiert, was nicht vielen Leuten gelingt. Das sehen wir ja immer wieder, wenn wir in eine Richtung entgleichen. Sehr kompletter Fighter mittlerweile geworden. Oh, da war der Tank auch so gefährlich, weil der Kopf war unten. Und da wieder der offene Schlagabtausch. Also, das ist das, was die Zuschauer hier, glaube ich, sehen wollen. Ja, das hat sich da hier schnell geöffnet. Also, ja, dann schritt er zu dem Vorteil, als wenn der Schritt sauber und gerade. Das heißt halt, wenn man Hand schlägt, dann wird auch immer sehr offen. Ja, vor allem, weil dann ja, wenn die Schwinger schlägt, von außen im Kopf dabei auch. Man kann einen Meter weit hin her schlägt. Die kleine Hand schon natürlich sehr schnell da. Jetzt bin ich gespannt, wie er da mit umgeht, denn wenn er weiter so wild ist, dann ist der Cut bald so groß. Ja. Ein abgebrochen Cut zu groß. Sicherlich nicht das Ergebnis, was ich ehrlich gewünscht habe, aber ich denke mal, er hat hier deutlich gemacht, wer das Ergebnis ist. Ja, vor allem, weil er ein sauberer Kämpfer ist. Und es wäre mit Sicherheit interessant geworden, die Sicherheit der Kämpfer geht vor. Und er muss überlegen, ob er seinen Kampf hier liegt, ein bisschen enger.
verhindert. Dann schade, war ein schöner Kampf. Ja, ey, der Cut ist halt, ich denke mal, weil er über Augen ist. Das Blut läuft dir ins Auge, da hast du die Schleimhäute, setzt die Kruste zu. Ist eine gefährliche Sache, wird oftmals noch nicht mal ab. Cut größer nicht, da muss man nicht abbrechen, den kann man immer wieder stillen. Aber Ines, war der tief? Wenn man das in die Luft bekommt, stirbt man. Ach so, ja, geht nicht. Sie macht wohl öfters auch mal beim Boxen, die Schiedsrichter. Und macht sehr kompetent. Das einfach soll man akzeptieren, wenn sie sagt, nein, ist nein. Dafür haben wir den hier und wir sind dankbar, dass jemand über sowas entscheidet und nicht andere Leute. Und ich denke, war ein toller Kampf bis dahin. Bitte? War ein toller Kampf bis dahin. Ich fand ihn super. Weiterhin ungeschlagen, der Kämpfer aus der Gegend.